Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Schön, dass ihr da seid. Ihr werdet es kaum glauben, aber ich habe es endlich geschafft, Truhen zu sortieren. Ich habe auch noch ein paar neue gebaut und alle beschriftet. Manche Sachen sind vielleicht noch, ja, ich sag mal, noch unnötig, weil eine ganze Kiste voller Federn wird noch Ewigkeiten dauern, aber ich dachte mir, lieber etwas vorausschauender denken, als dass wir dann andauernd wieder alles umsortieren und neu bauen müssen und so weiter. Auf jeden Fall ist ja ganz gut sortiert. Ich habe außerdem noch, wo haben wir es, die Erze. Müssen hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Licht reinkriegen. Noch ein bisschen Erze gesammelt. Nicht Erze, Metall, also Erze gesammelt und schon zu Metall verarbeitet. So sieht's aktuell aus, was Zinn und Kupfer angeht. Auf jeden Fall geiler geworden und zweites Wildschwein ist auch endlich zahm. Ich habe sie auch schon zusammengeführt. Wo ist das zweite? Ach, da drüben. Ja, aber so wirklich lieb gehabt haben sie sich noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir da noch was machen müssen oder nicht. Und ansonsten haben wir hier noch etwas Holz. War ich auch nochmal sammeln. Nicht ganz so viel wie beim ersten Mal. Aber das soll erstmal reichen. Kupfer und Zinn war schon echt Arbeit genug. Und jetzt möchte ich gar nicht lang rumschnacken. Das wollte ich eigentlich sagen. Sondern direkt auf dem Weg zum Uralten machen, denn wir haben eigentlich schon wieder zwei Folgen verschenkt. Die erste, weil ich hingerannt bin, ohne die uralten Samen im Inventar zu haben. Und die zweite Folge haben wir eigentlich komplett nur die uralten Samen gesammelt und gesucht. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn wir jetzt zeitnah dem Uralten einmal begegnen. Hau gleich mal Honig rein. Achso, wir haben auch noch zwei Bienenstöcker mehr. Wir hatten die zwei Bienenköniginnen ja schon gefunden. Ich habe sie jetzt bloß noch dran gebaut. Und damit sieht es doch echt sehr, sehr geil aktuell aus. 92 Leben in der Kombination. Ausdauer ist auch geil. Regeneration durch den Honig definitiv on top. Wahnsinn, ganz viele Wildschweine. Ich denke, das ist eine gute Voraussetzung. Wir hätten jetzt natürlich mit dem gefundenen Kupfer und Zinn schon eine Bronzerüstung anfangen können. Aber ich denke, die Trolllederrüstung müsste es auch erstmal machen. Wir werden sehen. Wenn wir sterben, dann vielleicht doch nochmal mit Bronzerüstung. Wir haben 96 Feuerpfeile einstecken. Ich denke, das ist auch okay. Und wir haben hier einen schönen frisch gestarteten Tag, damit wir hier nicht im Dunkeln, in dem dunklen Wald rumrennen müssen. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen, im dunklen Wald ist echt ganz schön mager. Als ich die Kupfer und Erze und so weiter gesammelt habe, habe ich den Fehler gemacht und bin nachts dorthin. Du kannst vielleicht einmal auf so ein Kupfervorkommen schlagen und direkt hast du wieder drei Krautzwerge um dich rum. Ach, Wildschweini. Nee, jetzt nicht an. Ach, Mensch. Na gut, dann mussten wir dich leider auch noch holen. Aber mit dem Bronzeschwert haben wir echt alles richtig gemacht. Das Ding pfeffert so gut Schaden rein, geht vor allem auch so schön schnell. Was haben wir hier? Dungeon? Nö, nee, aber was. Nee, es ist bloß eine Baute. Alles klar, ich dachte, hier geht's irgendwo rein. So, wir haben es nicht mehr weit. Hätte mich noch mal kurz hinsetzen können für den Ausgeruht-Skill. Das ist anscheinend nur Stein. Aber was soll's, wir haben ja auch noch Eiktür. Den werden wir dann definitiv auch noch einsetzen, sobald wir hier angekommen sind. Kämpfen wollte ich jetzt eigentlich nicht groß, also lasst mich bitte in Ruhe. Obwohl Ausdauer ist... Ah ne, ich wollte schon sagen. Ausdauer ist gerade mager, aber nein. Lag nur dran, dass der Honig leer geht. Ist das alles nur Stein? Scheint so. Da hätten wir es, glaube ich, gerade das erste Mal geschafft, einen Hirsch im Nahkampf zu besiegen. Das ist Kupfer. Ich muss es kurz markieren. Auch wenn es echt viel davon gibt.
aber ich ärgere mich im Nachhinein, wenn ich dann mal wieder auf Erzsuche gehe oder auf Erzsammelmission gehe und dann erst welche suchen muss. So, wir werden jetzt schon wieder hier von Krautzwergen belästigt. Ist das auch alles noch Kupfer? Sind die weg oder bleiben die hier? Ist klar. Hey. War zum Glück nur der eine. Na komm. Jetzt mach das. So. Kufpeer. Das ist nämlich gar kein normales Kupfer hier. Sondern Kufpeer. Wer kennt's nicht? Und wir haben es geschafft. Wir sind da. Ich bin echt mal gespannt, ob es sehr heftig wird. Ist das auch noch? Nee, das glaube ich nicht. Lasst uns erstmal kurz schauen, dass hier keine Krautzwerge in der Nähe sind. Aber es sieht gut aus. Wir haben noch knapp 6 Minuten ausgeruht. So, Gegenstand verbrennen. Und zwar die uralten Samen. Du bringst das Opfer. Da, so, nein, ich würde eigentlich gerne, genau, mit Bogen und so. So, ich glaube da drüben. Der Uralte, also man muss sagen, schadenstechnisch hält er so, was macht er? Ih, was denn das? Müssen wir die Wurzeln besiegen oder gehen die wieder weg? Ah, wir treffen ihn nicht. Doch, jetzt. Wir müssen mal schauen, ob wir die Wurzeln kaputt machen müssen. Oh nein, sie gehen von alleine weg. Aber er hat irgendwie gar kein Interesse an uns. Aber wenn das der einzige Angriff ist, den er macht, dann sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Er ist halt immer ganz schön weit weg. Jetzt hat er... Ui, das hat aber ordentlich reingepfeffert. Wir haben bloß noch 50 Leben. Sollte vielleicht noch ein bisschen in Deckung bleiben. Es war doof geschossen, gebe ich zu. Der ist halt echt weit weg. Ich hoffe mal, dass die 100 Pfeile reichen. Aber wir haben echt eine geile Regeneration. Ihr habt es gerade gesehen. Plus 12. Wir haben schon wieder 86 Leben. Waren gerade noch bei 50. Würde ihn halt gerne mal treffen jetzt. So. Wenn wir hinter dem Ding bleiben, trifft er uns nicht. Das ist schon mal cool. Aber anscheinend macht er das... Huch. Macht er das nicht immer mit den Wurzeln? Also wenn es so bleibt, habe ich nichts dagegen. Ist er eigentlich ein ganz angenehmer Gegner. Auch ausdauertechnisch sieht es gut aus, weil wir nicht die ganze Zeit wegrennen müssen, ne? Aber wenn... Ach, ey, was macht er denn? Wollte uns seine coolen Dance-Moves zeigen. Ja, ein Viertel Leben ungefähr haben wir. Ach Mensch, wenn ich die ganze Zeit ausweichen würde, der Sack. Das scheint wirklich sehr desinteressiert zu sein. Gut, also hinter den Säulen verstecken funktioniert. Wahrscheinlich dann nicht bei den Wurzeln. Was macht er jetzt? Ich hoffe wirklich, wir haben genügend Pfeile mit, ne? 60 Stück haben wir noch. Ach du Scheiße, wir haben zu wenig Pfeile mit. Wir hatten 96, ne? 36 schon verschossen. Wir haben definitiv noch nicht die Hälfte. Also besser... Wow. Besser zielen. Mist, da bin ich so siegessicher rangegangen. Ich dachte mir, 100 Pfeile, das muss doch reichen. Aber gut, ich habe auch die Hälfte verschossen, ne? Halt die Frage, ob wir eben noch mehr abziehen, wenn wir ordentlich auf den Kopf zielen. Aber ich bin auch froh, wenn ich ihn überhaupt treffe. Weil Nahkampf möchte ich mit ihm eigentlich nicht unbedingt... vollziehen. Aber ansonsten ist er eigentlich sehr easy. Da
habe ich ein bisschen mehr erwartet. Ah, jetzt kommen wieder die Dinger. Ach du Scheiße. Ah, oh. Oh, 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 oh. Ah, das ist eigentlich Pfeilverschießen, was ich hier mache. 52 Pfeile nur noch. Die Hälfte an Pfeilen verschossen, habe ihm aber noch nicht die Hälfte abgezogen. Ich glaube, das ist echt nicht so geil. Er macht wieder Wurzelattacke. Die eine Wurzel brennt sich selber ab, oder was war das gerade? Also wir müssen wirklich gucken, dass wir die Pfeile besser treffen und wahrscheinlich auch komplett durchspannen. Ach, shit. Jetzt ärgerlich, wenn wir die 100 Pfeile verschießen. Und dann wieder abhauen zu müssen. Wow. Um nochmal wieder herzukommen, weil ich glaube, er wird dann nicht mehr da sein. Und die uralten Samen, was ist damit? Wenn die dann komplett verschenkt? Das wäre echt ärgerlich. Sonst müssen wir auf Nahkampf gehen, aber ganz ehrlich, wenn ich sehe, was ein so ein Ding hier abzieht, wenn uns das trifft, dann ist das echt nicht die Alternative dazu. Ach shit, ich hab nicht gemerkt, dass er schon wieder Wurzeln gemacht hat. Jetzt haben wir ihn ungefähr bei der Hälfte. Haben aber auch bloß noch 44 Pfeile. Ach, das ärgert mich. Das ärgert mich gerade wirklich. Ich weiß nicht, ob wir Headshots... Da schieße ich daneben, das ist es noch weniger wert. Wir können ihn jetzt schon wieder ordentlich abziehen. Also ich glaube, wenn er ein bisschen näher dran ist und wir voll durchspannen, dann geht das schon mit Schaden. Ach shit. Jetzt sind es ganz paar viele. Aber die sind zum Glück relativ langsam. Ektür brauchen wir gar nicht. Ausgeruht Skill ist tatsächlich auch gerade nicht so entscheidend. Ich weiß nicht, ob wir uns mal rantrauen. Oh Gott. Oh, jetzt war aber... Hallo. Beim Speichern mal wieder mega leck. Ich mache jetzt trotzdem... Ektür mal an. Ist ja egal. Gut, also wir können ihn auch tatsächlich mal im Nahkampf ein bisschen was abziehen. Wir müssen halt warten, bis er seinen Move macht. Und dann halt schnell hinrennen, dann müsste es machbar sein. ...32 Pfeile noch. Müssen mal wieder ein bisschen Ausdauer regenerieren. Und das Pfeilespannen kostet dann doch echt gerade... Oh nein, wenn wir zu lange warten, kommt er uns zu nah. Ach, und jetzt kommen noch Grauzwerge, natürlich. Zum Glück haben wir das Bronzeschwert, dass die hier mit zwei Schlägen weg sind. Hat uns aber trotzdem wieder ordentlich Ausdauer gekostet. Geht doch weg. Oh nicht. Gefühlt geht das gerade alles so schnell leer. Ah, jetzt habe ich außerdem die rechte Maustaste gedrückt. Das hätte nicht sein müssen. 25,7. Und hier 16,3. Okay, also wenn er sich bückt, dann macht er immer die Wurzeln. Naja, mal schauen. Notfalls müssen wir halt wirklich noch mit Schwert ran, ne? Bleibt ja sonst nicht viel übrig. Nochmal weggehen werde ich nicht. Ich glaube, er wird dann weg sein. Wir müssen ihn neu beschwören und nochmal drei uralte Samen finden.
ist dann doch ein bisschen lästig. Ah, ich bin vor der Säule hängen geblieben. Nicht so geil. Jetzt macht es gerade echt nur noch 16. Wir haben aber auch schon 23 abgezogen, ne? Oder 18 machen wir oben am Schulterbereich. 18 Pfeile noch. Na, wirf am besten dein Schild, genau. Natürlich mal 24,5 am Kopf. Ja, da habe ich echt zu dolle Angst zu verschießen. Aber es sieht eigentlich gut aus. 14 Pfeile noch. Er hat echt kaum noch Leben. Wir hätten am Anfang nicht so viele verschießen dürfen, aber notfalls müssen wir halt noch ein, zweimal mit Messer drauf. 21,5. 14,9. Halt immer ein bisschen stark unterschiedlich, ne? Jetzt kommt er wieder mit Wurzeln. 11 Pfeile noch. Vielleicht hat es auch wirklich was mit dem Abstand zu tun. Wenn wir jetzt so nah an ihn dran sind. Ah, weiß nicht. Wir müssen, glaube ich, Essen nachfüllen. Nee, doch nicht. Oh, ich glaube, wir haben ihn wütend gemacht. Oh Gott, Alter, wann haben wir so viel Schaden bekommen? Wir müssten mal wieder ein bisschen Leben regenerieren. Wir haben bloß noch 40. Nicht, dass wir hier echt noch sterben, das wäre natürlich richtig scheiße. Komm schon, Honig, mach schneller. Gib mir Leben. Jetzt kommen Wurzeln. Wir müssen schnell weg. Nicht nochmal geschlagen werden. Aber er ist fast tot. Ich glaube, wir schaffen es sogar mit den Pfeilen. Wir haben noch 4 Stück. Zack. Und noch einen, komm. Ah, shit. Oh, shit. Oh, shit. Nein. Wir haben ihn besiegt. Und noch 2 Pfeile Rest. Wie viel Glück kann man denn haben? Geil. Und jetzt haben wir gerade nochmal richtig, richtig Schaden bekommen am Ende. Das hätte auch noch in die Hose gehen können. Wir haben die uralte Trophäe. Jawohl, wir haben es geschafft. Lässt ja noch mehr fallen. Sumpfiger Schlüssel, okay. Ja, also, ich fand ihn einfacher als Eiktür eigentlich. Wenn man halt echt kein Ausdauerproblem hatte. Und ich sag mal so, seine Taktik durchschaut man ja doch relativ schnell. Weiß nicht, wofür wir den Schlüssel brauchen. Teilweise von verkrustetem Schlamm bedeckt. Übel riechend, okay. Und ansonsten halt bloß die Trophäe, die müssen wir dann wieder an die Opfersteine hängen. Naja, wir machen uns jetzt definitiv erstmal wieder auf den Weg nach Hause. Ich meine, die sind ja gleich dort. Das heißt, wir laufen keinen großen Umweg. Aber es wird halt gerade auch schon wieder dunkel. Und da wäre ich dann doch ganz gerne wieder im Grasland. Nee, ich lass dich heute mal leben. Hab genug gekämpft für heute. Ja, also eigentlich ganz easy. Taktik hat man schnell erkannt bei ihm. Ausdauer war gar kein Problem. Man muss halt nur echt genügend Pfeile mitnehmen. Das war jetzt wirklich sehr viel Glück, dass wir mit 2 Restpfeilen ihn noch besiegen konnten. Man hätte es sicherlich auch geschafft, noch 2-3 Mal mit einem Schwert auf ihn einzuprügeln, aber wenn er natürlich genau in dem Moment seinen Angriff startet, ist das auch alles andere als geil. Ja, cool. Wir sind ein Stück weitergekommen. Mit dem sumpfigen Schlüssel müssen wir mal noch schauen. Irgendwas wird er schon da sein, sonst würde es ihn nicht geben. Für was genau, kriegen wir natürlich auch alles noch raus. Passt, schaut mal, ne? 2 Drittel vom Bogen ungefähr hat es auch verbraucht. Habe ich gar nicht dran gedacht, dass das ja auch passieren könnte. Also ich glaube, beim nächsten Endboss 2 Bögen und 300 Pfeile, nur auf Nummer sicher zu gehen.
Ja, ich freue mich, dass wir das geschafft haben. Wir machen hier an der Stelle erstmal wieder ein Folgenende. Ich werde noch schnell nach Hause laufen und die nächste Folge dann vom Zuhause aus starten und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir die Trophäe an die Opfersteine hängen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's wie gewohnt weiter. Bis dahin, macht's gut.